So, hallo liebe Leute, jetzt wird mal endlich mal wieder Zeit für eine neue Folge von der Community-Runde. Wir haben auch schon Tag 13 erreicht, ich habe jetzt länger nicht mehr aufgenommen, es gab nicht so viel Interessantes, bis auf, dass die Artists gestern Nacht fertig geworden sind. Ich habe den Sammelpunkt auch so gelegt, dass die hier so Richtung KI hier laufen sollen. Wo war die KI hier? Ich glaube, hier war die, glaube ich, Kenora, genau. Und ja, und die haben sich dann auch dahin bewegt und dann habe ich mal nachts reingeschaut und habe den Angriff gestartet. Und die KI hat dann irgendwie, ich weiß nicht, 7 oder 8 Mann oder was entgegengeschickt. Dann wurden die vernichtet. Dann hat er nochmal irgendwie einen der letzten Mann rausgeschickt. Ich habe die Festung erobert und dann war die KI weg. Und jetzt sammeln wir uns hier, beziehungsweise sammeln tun wir uns gar nicht mehr. Da geht schon richtig ab. Gleich dazu mehr. Ich wollte nur nochmal die Grenzen checken, ob hier alles okay ist. Das ist doch eine KI, oder? Ja. Okay, Michigan ist nach wie vor aktiv. Der Kollege hier leider im Osten hier ist Quebec ist inaktiv geworden. Finde ich schade. Ansonsten schaut das aber immer noch recht aktiv aus. Okay, der ist jetzt auch inaktiv geworden in Texas. Und wow, Mississippi ist inaktiv geworden. Okay, also da wundert mich jetzt schon. Der war ja nicht so schlecht dabei eigentlich. Ne? Gucken wir mal in die Diplomatie-Rangliste. Wir haben 40 Provinzen, sind auf Platz 5. Georgia ist nach wie vor Platz 1. Südkalifornien, Washington, Pennsylvania. Und unsere Kollegen sind hier auch, der hat nur eine Provinz weniger als wir und Nordkalifornien auch nur ganz wenige Provinzen weniger. So, entschuldigt, meine Stimme ist irgendwie ein bisschen belegt. Heute den ganzen Tag schon, ich habe mehrere Folgen auch schon aufgenommen und trotzdem wird es nicht besser. Ich dachte, es wird vielleicht irgendwann besser, wenn die Stimme ein bisschen geölt ist. ja, den Kollegen haben jetzt auch schon Artis am Start. Hier sind schon mal 3 Artis, was ich jetzt gerade so sehe. Und was gibt es da bei Knackzweck? So 1, 2 und da nochmal 4. Wow, der hat 6 Stück am Start. Also der hat mehr als wir. Wir haben tatsächlich nur in Anführungsstrichen 5 Stück. Ja, gucken wir mal. Sollte da nicht einer fertig werden oder wollte da nicht einer fertig werden? Doch, in 5 Stunden ist der nächste fertig, okay. Und der hier in auch in 5 Stunden. Okay, also beide in 5 Stunden 25, also morgen früh. Und dann haben wir einiges noch mehr am Start. Hier nochmal 7 Stunden. Sind einige im Bau. Die Fabrik Level 3 ist auch schon in vielen Provinzen gestartet. Und gucken wir mal, wie viel haben wir denn da? Ja, doch, immerhin einige und dann Level 2 noch ein paar und auch Level 1 sind auch, aber es sind auch noch Eisenbahnen im Bau und sogar ein Hafen. Okay, wo habe ich denn den Hafen hier gebaut? Können wir das gleich mal hier machen? Wo haben wir den Hafen? Ach, hier oben, okay. Achso, ja klar, wir haben die Eisenbahn fertig gebaut. Und ich dachte, bevor ich da Fabriken baue, mache ich erstmal einen Hafen. Weil hier eventuell jetzt sowieso bald Krieg herrscht und wie ihr seht, bewege ich mich auch schon dahin. Ja. Die 5 Artis werden nach oben geschickt mit ein paar People zur Verstärkung. Wie ist hier eigentlich die Moral? Inzwischen hat sich super erholt in beiden Provinzen. Sehr gut. Ich sehe noch keine Artis von ihm. Ja, der ist noch aktiv, der Spieler. Ich werde, sobald die Artis da sind, werde ich hier nach oben bewegen, werde ihm direkt den Krieg erklären und dann sollen die Artis hier draufballern. Er hat Gott sei Dank die Festungen nicht weitergebaut. Er hat hier zwar Kasernen am Start und jede Menge Mann, aber ich werde hier ein paar People davor hinstellen und werde einfach draufballern und ja, ohne Artis wird hier nichts gehen. Was ist heute noch so passiert? Wir haben hier den Nichtangriffspakt zum Saskatchewan gekündigt, aufgekündigt. Der ist in 3 Tagen somit vorbei. Wir haben aber noch Wegerecht, sehe ich gerade. Ich habe es ganz vergessen wegzunehmen oder ich habe es vielleicht noch mit Absicht so gelassen. Ja, ich habe ihm gesagt, dieser hier, er spielt ja mit den 2 People hier zusammen und die haben ja vor, mich anzugreifen und er hat dann gemeint, ja, und Alaska wäre nicht ganz so stark und Washington ist auch nicht ganz so aktiv, also einigermaßen aktiv. Ja. Da habe ich halt hier den Kollegen in Oregon, also den Knackswerk gefragt, der sagt, ja, der bewegt sich schon und der hat ja auch die gemeinsame Karte mit dem aufgekündigt heute. Und wir bereiten uns so langsam vor, hier den Norden zu erobern. Also das ist hier der erste Schritt. Tatsache ist, dass der hier wahrscheinlich dann auch irgendwann mal kommen muss.
Ich habe eigentlich gar nicht vor, Seth Sketchum anzugreifen. Der ist ja wirklich, ja, der spielt ganz gut, intelligent, schreibt, was er schreibt, hat Hand und Fuß. Er scheint aber, er will aber unbedingt den Kollegen Knacksweg wegmachen. Da habe ich ihm geschrieben, ja, woher weiß er denn, dass ich nicht Knacksweg bin, hat er gemeint. Ja, kann schon sein, dass ich das bin, aber ich schreibe halt anders, als er redet, ne? Ja, ich meine, klar, natürlich schreibe ich anders. Ich weiß ja auch nicht, ob der Knacksweg anders schreibt, als er redet, weiß ich nicht, ja. Ich hätte ihm jetzt irgendwelche Sprüche vom Kollegen Knacksweg sagen können, hier mit Bockstecker ziehen oder irgendwas, ja, dann hätte er vielleicht doch gedacht, dass ich das bin. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte er uns scheinbar auch nicht unbedingt angreifen. Ja, ich weiß nicht, was er hinaus ist, weil hier ist er ja dann irgendwann gefangen zwischen uns. Und er muss ja irgendwo einen Schritt machen. Und er hat hier, glaube ich, an Oregon sogar gemeinsame Karte angeboten vorhin. Ja, wird interessant. Also wir haben einen Plan schon mal vor. Auf jeden Fall ist der hier als erstes dran. Den möchte ich gern fertig haben in 3 Tagen. Und ich habe auch schon den Seth Sketchaber-Kollegen gefragt, wie es aussieht, wenn ich hier über seine Gebiete marschiere, ob er ein Problem damit hat, wenn ich hier seine People hier angreife. Darauf ist er aber nicht eingegangen. Ja, also ich lasse das erst erstmal. Schauen wir mal auf jeden Fall. Das ist recht rege Kommunikation mit dem. Kann immer reden. Meine Stimme ist immer noch belegt. Okay, sorry. Auf jeden Fall, der hier scheint gar nicht so viele zu haben. Dadurch, dass er eine KI ist, wundere ich mich, was hier so passiert ist. Aber es kann sein, dass der heute auch nicht so aktiv war, weil hier hat er irgendwo in der Provinz auch wieder verloren, scheinbar, wie es aussieht. Wo war das? Keine Ahnung, hier hat er scheinbar auch schon mal erobert, dann zurückerobert, hier auch schon. Also hier scheint es ordentlich abzugehen. Und wir können ja mal kurz in die Zeitung gucken, ne, oder? Wieso nicht? Quebec gegen New York müsste das eigentlich sein. Es hat nichts passiert. Hier. Ja, der ist inaktiv geworden, okay. New York hat 57.000 verloren, Quebec 149. Also beide haben massive Verluste. 57.000 ist natürlich schon viel. Er hat insgesamt schon 122.000 Tote. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben insgesamt 55 verloren und 334 gekillt. Also die Guild Death Rate schaut jetzt wieder besser aus, nachdem wir die KI ein bisschen dezimiert haben. Und das sollte ja jetzt demnächst extrem steigen, jetzt wo die Artis da sind, ne? Die ersten Artis, die ersten 5. Ich glaube, 2 oder 3 sind fast gleichzeitig fertig geworden, die anderen 2 ein paar Stunden hier später. Ja, schaut auf jeden Fall toll aus. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass es endlich mal losgeht. Hier der nächste Krieg. Deswegen habe ich auch die letzte Aufnahme auch nicht gemacht. Da war ja nur noch die eine Provinz von deinen KI. Das habe ich gehört, das spare ich euch, weil so spannend war das jetzt nicht. Ja, die KI ist halt ausgestürmt, wie immer, ne? Kennt ihr ja, ich tue mal hier ein bisschen Öl, mal ein bisschen gegensteuern, damit nicht ganz so viel Kohle weggeht. Wobei, wir haben gen Geld genug. Haben wir irgendwie günstig Kohle auf dem Markt? Ich habe sogar noch Öl, sehe ich gerade auf dem Markt. Und Eisen und sogar Getreide, okay. Ich wollte aber schauen, ob es günstiges Öl gibt. Nee, ja, so günstig ist es nicht. Ich weiß nicht, ob ich da zu lang soll. Geld genug haben wir ja. Ach, wisst ihr was? Ich kaufe mir das mal. Sicher ist sicher. Und dann kaufen wir das Billige hier auch noch. Dann ist Öl ganz, Kohle ganz schön teuer. Dann machen wir mal ein bisschen. Ja, so ungefähr. Damit wir das wieder einnehmen, was wir gerade ausgegeben haben. Wieso ist ein Öl hier so günstig? Das geht ja mal gar nicht hier. Das hier auch weg. So. Dann sind wir hier die nächsten 2 Abnehmer. Und das nehmen wir auch noch mit. Dann sind wir tatsächlich die nächsten 2 Abnehmer. Dann machen wir hier nochmal ein Angebot für 28 oder sowas. Dann verkaufen wir mal so ein bisschen, so minimal. Ob das kommt Kohle rein und dann schauen die alle extrem teuer aus und so sollte es auch sein. Gasmäßig, ja, da haben wir nicht so viel. Ich lasse es mal, das reicht noch für ein paar Tage. Fesselballone muss ich jetzt erstmal keine bauen und Jäger kommen auch noch nicht. Ich überlege gerade, ja, okay, nahrungstechnisch sind wir minimal im Minus. Wir haben noch ein bisschen was auf Lager. Ich überlege, ob ich hier was verkaufen soll. Ehrlich gesagt, was habe ich denn hier? Habe ich viel teurere Angebote? Ich lasse das mal. Das ist, oder Moment, wir gucken mal auf alle Angebote. Ja, das sind die 3 günstigen. Dann kaufen wir doch mal die 3 günstigen auf. Und dann sind wir wieder am günstigsten sozusagen.
Na, komm schon, Server. Mach mal hier. Hallo. Jetzt, ja, genau. Machen wir mal 27 oder sowas und dann verkaufen wir wieder das ganze Zeug. Haben wir ja jede Menge. Dann können wir mal hier 7000 mal reinklatschen. Bam. Und gucken wir mal, ob dasselbe auch bei Fisch ist. Ich weiß, das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch nicht so interessant. Fisch ist große Mengen und viel günstiger. Also Fisch lasse ich. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht für manche den einen oder anderen nicht so spannend. Andererseits können vielleicht einige von euch auch ein paar Tipps und Tricks abschauen dadurch. Geh weg, du, an den Angebot hier. ja, ansonsten, ich verstecke mich mal hier so ein bisschen und da im Norden, falls der Sketchover-Kollege hier durchmarschieren sollte, wenigstens ein paar Piepelchen sollten da in der Stellung sein und hier ist der Kollege abgesichert, aber auch nicht so stark, ne? Der hat ja nur drei und vier People hier. Wieso eigentlich? Und der müsste hier ja noch einiges haben, ne? Ich bleibe mal lieber hier mit wenigstens mit einem People, damit das von der Ferne so aussieht, als ob da was Starkes wäre. Ich weiß nicht, ob der einen Fesselballon hier hat oder was. Aber ich überlege gerade, ein Fesselballon wäre hier aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht in der Gegend, ne? Hier irgendwo eine Fabrik, die einigermaßen schon produziert. Hier muss 4, 5 und dann kommen erstmal Fabriken, ja, oder? Ja, erstmal die Eisenbahn. So, damit ich hier mich auch schneller bewegen kann. Hier ist auch noch keine Eisenbahn. Hier baue ich auch noch. Dann machen wir auch hier Eisenbahn. Ne, andersrum, sorry. Erstmal die Werkstatt 1 und 2, weil die gehen ja sowieso immer recht schnell. Außer der Server laggt, dann geht es natürlich nicht so schnell. Und dann erstmal die Festung und dann kommt später die Eisenbahn. Ja, kommt schon. Ja, es ist spät in der Nacht. Der Server macht, glaube ich, gerade eine Pause oder so. Kann sein, ja. Okay, jetzt hat er aber tatsächlich geschluckt, was ich wollte. Ich will hier eigentlich eine Eisenbahnverbindung, damit ich schneller an der Front bin, falls irgendwas sich hier ereignet. Der Kollege hat sich aber immer mehr zurückgezogen, hat immer mehr Sachen abgezogen. Vielleicht macht er nur den Eindruck und sammelt hier irgendwo People, wer weiß. Sicher ist da gar nichts. Ich sehe hier gerade das Michigan. Ach so, der ist ja über mein Gebiet hier irgendwie durchgelaufen und steht jetzt da. Also der hat Wegerecht zu der KI und jetzt hat er sich dahingestellt, wahrscheinlich um hier ein bisschen Sicht zu haben. Kann er gern machen. Hat mich jetzt gar nicht gestört. Ich habe ihn gar nicht darauf angesprochen, habe überlegt, ob ich ihn anschreiben soll, was das für ein Move ist, aber dann hat er gar nichts gemacht und ich sehe gerade, dass die zwei People hier rumstehen und hier ist gar keine Grenze irgendwie zu der KI oder zu irgendwas anderem. Schickt man lieber hier hin, weil es auch eine Festung jetzt. Weil ich habe angefangen, hier Festungen zu bauen, falls der Kollege uns das Saskatchewan. Ach, ich kann nicht mehr reden. Saskatchewan, oder? Sagt man das so? Irgend sowas in der Richtung. Wenn der hier versucht, durch die KI durchzulaufen und ich habe hier gerade überlegt, dass ich erstmal hier sicherheitshalber Festungen baue. Nee, wobei hier ist der Kollege da. Dann müsste ich ja irgendwie sehen, wenn da was durchkommt. Okay, hier können die Fabriken weitergebaut werden. Tatsache ist, das schaut sehr dürftig aus, hier auch die Verteidigung, aber ich glaube, er vertraut darauf, dass der Sketcherboy nicht angreift. Da haben sie auch nicht angriffspakt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint sie bald abzugehen. Der sammelt hier Truppen. Er sammelt hier auch Truppen. Ich glaube, die wollen beide Colorado demnächst mal angreifen. Und Colorado hat aber tatsächlich hier, New Mexico angegriffen, wie ich sehe. Gucken wir mal, was Colorado da treibt. Colorado. Okay. 14.000 Verluste und die KI hat 49.000. Also, ja, mächtigsten Armeen der Welt. Sehe ich gerade. Das habe ich gar nicht gezeigt. Jetzt kommt. Also, wir können es auch hier zeigen. West Ontario, das sind wir. Lustigerweise habe ich ja vor ein paar Folgen West Ontario oder mich über East Ontario aufgeregt. Ich weiß nochmal. Ich fand das im Nachhinein so lustig, weil mir das erst aufgefallen ist, nachdem ich aufgelegt habe. Ne? Hier, weil ich mich aufgelegt habe, dass der hier East Ontario heißt. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo ist denn West Ontario? Und wo ist denn West Ontario? Und später dann, wo die Folge zu, also die Aufnahme zu Ende war, ist mir aufgefallen, als ich ja West Ontario bin. Ja, ich bin der Honk of the Donk. Ich finde das so lustig. Ja, sorry, ich kann mich über mich selber kaputt lachen, Leute. Wir haben immer noch einen Krieg, immer noch gegen Nebraska, der steht hier immer noch rum und hat hier immer noch, er baut hier sogar eine Hauptstadt. Ach, jetzt weiß ich wieder. Genau, er hat ja gesagt, er zieht da ab oder
hat nicht so viel da. Er will warten, bis die Hauptstadt fertig ist und dann wieder will er ihn erst erobern, weil hier hat er auch noch ein paar People notfalls, also von daher und hier auch noch. Ja, er will erstmal warten, bis die Hauptstadt fertig ist, weil dann gibt es gleich einen Moralboost. Ne? Das dauert jetzt natürlich noch 2 Tage oder was. Aber und die Kaserne hat auch nicht fertig gebaut, sehe ich gerade. Aber so kann man machen. Das wird ja dem Kollegen ja mehr helfen, ne? Als ihm nutzen, weil jetzt hat er ja Artis am Start, das heißt, die Festungsstufe 5 wird hier wahrscheinlich recht schnell runtergeballert. Dann in 2 Tagen hat er ja noch mehr Artis am Start, der Kollege hier. Der baut wahrscheinlich auch schon wie verrückt, oder? Wo hat dann hier Fabriken? Moment, ich muss mal ein bisschen ranzoomen. Dann könnt ihr das vielleicht auch sehen hier. Eine Fabrik, ja, da wird in 13 Stunden die nächste Arti fertig. Hier auch in 20 Stunden und hier in einem Tag. Hier wird sogar ein Panzer schon gebaut. Oh, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich Panzer baue. Ich wollte jetzt erstmal voll auf Artis gehen. Hier auch nochmal ein F. Also, er baut ordentlich. Wie schaut es hier bei dem Kollegen aus? Ich habe mir ein bisschen ausgeholfen mit Ressourcen, weil ich jede Menge gehabt habe. Habe ich ihm angezwitschert, er soll mal bitte Fabriken und Eisenbahnen bauen, vor allem in den Materialprovinzen. Das sehe ich ja bei vielen anderen, auch bei vielen anderen YouTubern, bei anderen Spielern, die bauen immer in irgendwelchen unsinnigen Provinzen. Ich meine, natürlich macht es Sinn, sagt schon in der Nahrungsprovinz zu bauen, Fabriken und in der Doppelnahrungsprovinz sowieso, ja, Fabriken und Eisenbahn. Aber wenn man genug Nahrung hat, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Dann macht das in den Materialprovinzen, gerade im Early- und Mid-Game, ja, ist das super wichtig, weil dann habt ihr ja mehr Materialien, wenn die Eisenbahn fertig ist und in die Fabriken. Da habt ihr auch, da könnt ihr ja nach wie vor auch die anderen Sachen produzieren. Aber wenn ihr die in Kohleprovinzen oder in, also in Einzelkohleprovinzen, in Einzelgasprovinzen sowas baut, ja, dann, ich meine, das sind die günstigsten Ressourcen und es macht auf jeden Fall mehr Sinn, hier in solchen Provinzen wie in der Eisenprovinz hier eine Eisenbahn reinzuplacken. Weil dann könnt ihr ja umso schneller mehr bauen, weil ihr immer mehr Ressourcen kriegt, ne? Hier baut er auch schon immerhin schon mal ein paar Eisenbahnen, der Kollege. Hier baut er nichts. Er hat kein, glaube ich, kein Ölproblem. Würde ich aber trotzdem eine Eisenbahn bauen, weil Öl ist natürlich eine Ressource, die im Mid- und Endgame am wichtigsten ist, ne? Und hier, ja, also er hat gesagt, er hat genug Ressourcen, ich brauche ihm nicht mehr zu helfen. Er hat aber leider immer noch nicht so viel gebaut. Also es gibt immer noch Provinzen, wo ich, also hier wird hier auf jeden Fall eine bauen. Vernal, weil da ist nichts. Hier würde ich, wo war das nochmal? Hier würde ich auf jeden Fall eine bauen. Hier würde ich eine bauen. Er hat da viel mehr Stahl und so weiter. Und hier baut er aber immer schon Fabriken. Also ja, also es macht schon Sinn, natürlich in Doppelressourcenprovinzen wie hier zum Beispiel Eisenbahn zu bauen oder auch Fabriken. Genauso wie in den Nahrungsprovinzen. Ne? Da sage ich ja, also Doppelnahrung. Das ist absolut richtig, aber die Materialprovinzen sollten eigentlich die allerwichtigsten sein. Wenn ihr, oh, hier ist apropos Eisenbahn, hier ist gerade eine fertig geworden in Carlton. Wartet mal, das ist Michigan. Und ich will ja hier so eine Defensive aufbauen. Hier ist schon mal irgendwas am Start, okay. Ich überlege gerade, was ich als nächstes baue. Hier einen Hafen. Ich habe genug Holz noch auf Lager. Aber ich glaube, ich brauche erstmal die Festung fertig und dann entscheide ich mich, ob ich hier Fabriken baue oder nicht. Weil es ist nur eine Einzel-Gasprovinz, ja, und ich bin zwar im Minus, beziehungsweise ich bin nicht im Minus, ich bin eigentlich im Plus in Energiegesamt, aber das lohnt sich für mich noch nicht so sehr. Ich will mich lieber hier absichern, eventuell gegen den oder falls irgendwo von Süden aus irgend so ein Durchbruch gelegen sollte. Das ist so der Plan. Und hier baue ich, glaube ich, auch Festungen inzwischen gegen den Kollegen hier, wobei ich jetzt ehrlich gesagt so nach den ganzen Statistiken mir die Angst ein bisschen weggeblieben ist oder wie soll ich es benennen? Was ist die? Wieso baue ich hier eine Fabrik? Oh Mann, will ich gar nicht. Aber hier kann ich tatsächlich einen Flughafen bauen, damit ich, wenn ich hier irgendwie mit Fliegern hier rumfliegen sollte, dann habe ich da einen Flughafen. Flughäfen baue ich sehr gerne in so Einzelnahrungsprovinzen, in Einzelfischprovinzen, in Einzelgas oder Einzelkohle, wenn ich alles schon ausgebaut habe. Also Kohle, da baue ich tatsächlich immer eine Eisenbahn, weil die Eisenbahn bringt ja Kohle, also bringt ja mehr Kohle, also es kostet dann natürlich, also lohnt sich das definitiv, ne? Aber hier jetzt, das lohnt sich jetzt auch nicht. Hier habe ich aber auch schon
ein. Ne, das ist die Provinz, genau. Die hier wollt ihr anschauen. Okay, was habe ich denn hier? Eine Bauschlange, das sehe ich jetzt leider gar nicht. Okay, Festungsstufe 2. Also ich baue ein bisschen Festungen, sicherheitshalber. Ich glaube, ich baue Festungsstufe 3 wird reichen. Also muss ja nicht hier den, mich hier so krass absichern gegen den, ne? Also da habe ich nicht so viel Angst, sagen wir mal so. Ja, Festungen sollten eigentlich immer Priorität Nummer 1 sein. Und dann erst die, die Modifikatoren wie Eisenbahn oder Fabriken. Ne? Würde ich jedem empfehlen. Wieso ist hier eigentlich nichts gebaut? Ah, okay, hier wird eine Eisenbahn gebaut. Okay, alles klar. Und das ist schon auch eine Stufe 2 Festung. Aus irgendeinem Grund habe ich dann nicht weiter die Eisenbahn gebaut, sondern die Fabriken gebaut, sondern die Eisenbahn zuerst wahrscheinlich, damit ich schneller irgendwo hier unterwegs bin. Und hier auch an der Nordfront eben schneller da bin. Und hier wird nichts mehr gebaut. Wieso das denn eigentlich? Ich habe genug Öl, ich habe genug Eisen, ich habe genug Holz, ich habe auch genug Geld. Ah, weil es hier wahrscheinlich spinnt. Okay, stopp. Nein, kein Hafen. Ich habe irgendwie wahrscheinlich durch den Serverleck hat er mir die Fabrik 3 nicht genommen. Und aus diesem Grund ist es nicht weitergebaut worden. Okay, dann machen wir hier das schon mal. Und hier brauche ich keine Fliegerfestung. Beziehungsweise kein Flieger. Okay, ich muss aber irgendwo schauen, dass ich auch Flugzeuge produziere. Nicht nur Flughäfen baue zum Weiterfliegen, sondern auch, ich muss tatsächlich hier. Hier wird ein Fliegerhaus gebaut und direkt im Anschluss an die Fabrik 4. Und dann werde ich da direkt Flugzeuge bauen. Der Kollege Knacksberg hat tatsächlich vor, schon nach der Stufe 3. Fabriken auch schon Flugzeuge zu bauen. Ich mache das aber erstmal immer Stufe 4, weil das dauert nur 2 Tage, ja. Wobei der Flughafen dauert nur einen Tag. Also ja, macht beides Sinn eigentlich, ne? Ich meine, das ist ganz gut, wenn man Flugzeuge noch schneller am Start hat. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt hier nicht so die krasse Befürchtung, dass ich so schnell hier Bomber oder sowas am Hals kriege. Außer irgendeiner beschleunigt ja mit Goldmark oder sowas. Ich hoffe aber nicht, dass hier auf der Community-Karte irgendeine Goldmark benutzt. Was haben wir gesagt? Hier bauen wir. Ja, und ich weiß nicht, ob ich hier auch schon baue. Das ist ja Nachbarprovinz. Wenn, dann wird sie ja sie hier Sinn machen. Aber hier habe ich es auch schon in den Wege geleitet. Okay. Ja, dann passt es erst einmal, würde ich sagen. So, bevor ich euch weiter mit zur Provinzverwaltung hier rumlangweile, mache ich mal jetzt mal eine Pause, würde ich sagen. Und zeige euch dann lieber in der nächsten Folge, was so abgeht. Da wird es bestimmt schon Action geben, weil hier, ne? Bam, bam. Hier, der ist in 6 Stunden da, also morgen früh werden die hier losmarschieren und dann wird hier drauf geballert. Und morgen werde ich definitiv eine Folge aufnehmen, weil es wird ein bisschen interessanter für euch. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.